Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Unreal Tournament. Wir sind bei Highspeed, wir sind bei Assault. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind die Dark Phalanx oder Phalanx und treten gegen die Blood Reavers an. Die dürften wir ja schon kennen. Ich glaube, die Figuren wiederholen sich jetzt ab jetzt in der Zone nur. So, dann wollen wir mal. So, machen wir mal hier wieder Jack. Alle. Okay, da geht es wohl nicht lang. Dann mache ich das nochmal. Wisst ihr wahrscheinlich auch nicht, aber... So. Oh, nicht so lang. Oh, den Zug mal einnehmen. Machen wir hier mal sozusagen virtuelles Express Raider. Ah, ich will den Feind. Jeez! So. Hier müssen wir hin, ne? Okay, aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo der Weg ist. So, da einfach rein. Und gucken. Wir müssen das Ding nur einnehmen. Ja, das ist ja... Das wird ja machbar sein. Hoffentlich. Der war auch gekonnt. Der war auch gekonnt. So. Stand da nicht irgendwie, was weiß ich, Karl, irgendwas ist zerstört? Sind doch alle noch da. Ah, liebe Freunde von Unreal Tournament, da überlegen wir nochmal, was da passiert ist. Na, ihr wisst doch, alte Regel, show, don't tell. Ja, das ist nicht klar, so. Hier sind wir richtig. Okay, muss ich wahrscheinlich gar nicht hin. Sieht gerade jemand seine Waffe? Hatte ich sie gerade im Kreuz? So. Das ist meins. Ja gut, Same Team ist immer schon gut, wenn du mir in den Schuss rennst. Ist da weiter? Gar nicht. Ja, da gibt's auch nicht. Hallo? Was für ein Scherz. Das heißt, die geht's nach oben weiter? So. Da ist mal eine anständige Waffe. Noch eine anständige Waffe. Wieder weiter. Einfach stehen bleiben ist nicht gut. So, nu. Ich denke mir, das erste Objective habe ich wahrscheinlich erledigt. So, wann brauche ich den jetzt noch? Hier geht es ja irgendwo nie weiter. Was mir sehr stutzig macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Stimmt mir zu, dass es hier nicht weitergeht. Also, geht's nur nach oben. Ja, ist mir schon klar. Und dann bin ich hier auf jeden Fall auch wieder. Also, frage ich mich, wo geht's denn lang? Wo läufst du lang denn, du? Bumsbärne. Oh, auf da lang. Und dann? Da sind sie schon auf der anderen Seite. Na ja, gut. Weg. So.
Das ist schon mal ganz gut. Aua. Aua, aua, aua. Da bin ich mal gespannt, ob wir das wirklich noch in dieser Zeit schaffen. In 2 Minuten. Jetzt können wir die Szene nämlich tatsächlich wiederholen. Das ist ja super. So, auf jeden Fall so weit rein. Dann kommt hier die Barrikade. Dann gehen wir hier einmal durch. Die sind unten wieder. Immerhin kann ich gleich beim zweiten Versuch, kenne ich die Map. Wird mich da nicht mehr umhauen. Kann ich die Karte noch bekommen? Wäre schon sinnvoll, wie ich hier machen könnte, ne? Genau, ich glaube nicht, dass das im ersten Versuch klappt. Aber ich habe mich schon mal begriffen, worum es geht. Und es ist mehr als sonst, ne? So, komm, sehr geil. Wusste dich ein. Was auch immer. So. Okay, das ist der Trick. Okay, einfach nur durch. Boah, ich bin ja sogar mal richtig, richtig gut gewesen. Ja, ich... Bitte feier, wie ich will. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen defenden. Genau, das müssen wir jetzt hier so machen. Ich wollte eigentlich nur warten, dass die kommen, ne? Das ist die Barrikade, ne? Müssen alle da rauskommen. Aber die sind alle mit Raketenwerfer bewaffnet. Das ist das Beschissene. Alles klar. Das ich höre jemanden. Soll so ziemlich defenden? Dass sie nicht einfach bloß rumrennen? Sind die nicht auf der Arbeit? Das ist ja eine ernste Sache. Meine Güte. Kann man doch nicht machen. Oh, ist bis jetzt ganz gut. Ach, da erzählt er Fort Carr, wo sie alle sind. Schön. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Ich halte mal einfach die Position. Ihr könnt ja mal kurz überlegen, was ihr euch mal, was ihr immer schon mal wissen wolltet. Macht das einfach mal jetzt in die Kommentare. Ich mache jetzt einfach total interaktives Fernsehen. Also ich versuche nochmal, das kann ich ja mal ein bisschen erzählen, wo jetzt auch mit dem Jungs passiert. Und dass wir jetzt zu Zeiten der WM das hier ein bisschen aktueller hinkriegen mit UT. Das war also wirklich im Idealfall wirklich dann im Juli mit allen neuen Let's Plays anfangen können, dann ist das ja auch erledigt. Haben wir eigentlich immer nur so die 2-3 Standardkandidaten, die sich das angucken. Die möchte ich hier nochmal grüßen. Ja, ihr habt guten Geschmack. Und die anderen, guckt den Scheiß endlich. Ich muss mal gucken, wenn ich da irgendwie nochmal ein bisschen Zeit habe, was zu erzählen, vielleicht kann ich euch mal ein bisschen Geschichten aus dem Netzwerk Hausen erzählen. Es ist ja bekannt, dass ich da immer für free immer auch Leute suche. Ich meine, das kann ich ja auch hier kurz erwähnen. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Netzwerk sucht, ne, fragt mich, fragt den Richtigen. Weil ich glaube, ich will nicht
despektierlich sein, aber wenn ich so irgendwie Leute sehe mit 34 Abonnenten und erzählen was von viralem Marketing, da fange ich doch schon ein bisschen an zu lachen. Hat übrigens einer, das war übrigens auch schön, hat einer übrigens das Wortspiel mit Businessplan und Business Case verwechselt. Ist auch klar, wollte einer wissen, was denn der Business Case wäre. Ja, der Geschäftskoffer. Ich neige dazu, manchmal auch Leute einfach mal sinnlos so zu antworten, wie sie es auch verdienen. Sollte übrigens auch mal angehören, ne? Es ist ein Unterschied, ob ihr irgendwie auf der Arbeit seid und müsst da irgendwie das Unternehmen vertreten oder sonstiges, oder ihr macht das hier dementsprechend privat. Ja? Wie schon gesagt, ich weiß ja nicht, die Säuberung ist hier noch nicht gelaufen. Die YouTube-Version von The Purge, wenn man so will. Deswegen kann ich nicht sagen, wie viel Abonnenten ich überhaupt noch hier habe aktuell. Aber ich habe in Sicherheit mehr als 34. Und, oh, da kommt der her. Sag das doch. Meine Güte. Immer so viel Aufwand hier. Immer so viel Blut. Ist doch nicht schön. Also bis hierhin sind sie jetzt schon mal. Boah, suppt das. Es suppt tatsächlich mehr wie in heutigen Shootern, ne? Deswegen, es ist ganz lustig. Weil ich dann auch so mal so anderen Leuten zeige, die Shooter-affin sind. Also die sind Shooter-affiner als ich mittlerweile. Weil es ist ja eigentlich nichts anderes als mittlerweile eine 3,5 Stunden Cutscene. Ja, wo du dann irgendwie mal zu entsprechenden Zeiten mal die Maustaste benutzen darfst oder eine X-Taste drücken darfst. Das halte ich nicht mehr für wahnsinnig viel Leistung oder für Strategie. Die kriegen dann immer meistens Panik, wenn die sehen, wie das war damals schon so blutrünstig. Ja, sonst hätten wir es nicht gezockt. Wir sind schuld daran, dass es Zensuren gibt. Ich meine, das muss man ja auch sagen, weil das haben ja auch unsere tollen weisen Leute, die ja die ganzen Geschichten mit Zensuren und was wir nicht alles machen, auch begriffen, dass wenn sie es nicht tun würden, ja, wäre das, können das ein bisschen seltsamer. Aber es gab damals schon Mittel und Wege, diese Version zu erhalten, und es gibt heute Mittel und Wege, diese Version zu erhalten. Deswegen finde ich es eigentlich immer. Jetzt mache ich mir aber echt Gedanken. So. Das ist eine schöne Ecke, finde ich. Ah, es ist schön, ne? Das könnt ihr übrigens mal irgendwie lustigerweise mal in Zeitlupe bei euch angucken. Es gibt ja jetzt bei YouTube diese Geschwindigkeitsgeschichten. Die gibt es ja jetzt mittlerweile für alle. Indem sie ja jetzt irgendwie HTML5 endlich mal sinnvoll getestet haben. So. Tja, 30 Sekunden noch. Das sieht gut aus. 20. Also das war schon mal eine Assault Map, die war vollkommen easy. Und die hat Spaß gemacht. Na, wo ist denn noch einer? 3, 2, 1. Ende. Ja, und das ist relativ souverän, ne? Das war vollkommen easy. Also wenn Assault natürlich so weiterläuft, dann finde ich das gut. Rock. Ancient Castle. Aha. Nee, Rook heißt das. Ja, aber erinnere mich trotzdem an The Rock. So, wen haben wir denn? Oh. Oh. Jetzt geht's richtig rund. Exit the castle and make a hard right way. Locate the switch. Genau. Also raus aus dem Schloss. Rechts halten, Switch machen und ab in die Bücherei. Okay. Danach. Durch die Bücherei, genau. Two Chains, genau. Einen Platz mit zwei Ketten. Ketten zerstören und ab zum Hof. So, im Hof. Genau. Switche umdrehen, genau. Vom Gatehouse, also. Was auch immer das für ein Torhaus oder was weiß ich, was das wert, um die zwei Tore des Schlosses zu öffnen. Also sprich, wir gehen, befreien uns und versuchen, die Tür aufzumachen, genau. Ja, und flüchten.
Hört sich geil an. Bin ich mal gespannt, steht da auch, wie viel Zeit man dafür hat? Jetzt kommt das Interessante. Steht nicht da, ne? Ne. Aber ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das war Folge 26 von Unreal Tournament. Folge 27 wird Varuk sein. Bei wieder bei Assault. Mehr haben wir auch nicht mehr, außer dann den letzten Kurs. Und ihr wisst ja wahrscheinlich schon, was da kommt, aber seid mal überrascht für die Leute, die es nicht wissen. Ja, und dann sehen wir uns in Folge 27 mal wieder. Bis gleich.